Diese Woche hat das Bundesamt für Gesundheit dem digitalen Impfbüchlein den Stecker gezogen. Eine Recherche des Online-Magazins Republik hat gravierende Sicherheitsmängel von meineimpfungen.ch an den Tag gebracht. Wieder läuft ein digitales Projekt des Bundes auf Grund. Was steckt dahinter? Sind die Schweizer Informatiker unfähig? Ist das BAG inkompetent? Sind die Beamten faul? Alles falsch. Der Grund liegt ganz woanders. Das bedeutet, wenn die Schweiz sich nicht am Riemen reißt, werden sich Projektabstürze wiederholen. Und tatsächlich zeichnet sich der nächste Absturz schon ab. In meinem Wochenkommentar sage ich Ihnen deshalb, woran die Informatik im schweizerischen Gesundheitswesen krankt. Mein Name ist Matthias Zehnder, ich gebe Ihnen hier jede Woche zu denken. Mein Thema: Medien und die Digitalisierung, mein Angebot: konstruktive Kritik. Wenn Ihnen das gefällt, drücken Sie doch den Knopf für Abonnieren, dann verpassen Sie meinen nächsten Kommentar nicht. Selten ist ein Projekt so spektakulär auf Grund gelaufen wie diese Woche meineimpfungen.ch. Monatelang hat der Bund seinen Bürgerinnen und Bürgern empfohlen, doch bitte den persönlichen Impfausweis zu digitalisieren, damit später auch die Covid-19-Impfung digital eingetragen werden könne. Jetzt hat die Republik an den Tag gebracht, dass die Plattform simple Sicherheitsvorkehrungen missachtet und gleich eine ganze Reihe technische Fehler gemacht hat. Jede Medizinfachperson, die auf der Plattform registriert war, konnte auf alle Impf- und Gesundheitsdaten zugreifen und sie manipulieren. Das ist besonders dramatisch, weil bei der Registrierung als Medizinfachperson keine Identitätsprüfung stattfand. Darüber hinaus bestanden bedenkliche Sicherheitslücken. Mit nur wenig Know-how ließen sich Gesundheitsdaten nicht nur einsehen, sondern auch manipulieren. Im Laufe der Woche stellte sich heraus, dass nicht nur die Datensicherheit der Plattform ein Problem war, sondern auch die Datenqualität. Einer Aargauerin wurde die Corona-Impfung, einer Zürcherin mit dem gleichen Namen eingetragen. Mittlerweile ist die Plattform vom Netz genommen worden. Der EDÖB, der eidgenössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte, hat ein Verfahren gegen die Betreiberin der Plattform eröffnet. Das Bundesamt für Gesundheit, BAG, hat sich von der Plattform distanziert und ihre Bedeutung heruntergespielt. BAG-Chefin Anne Levy, die sonst perfekt Hochdeutsch spricht, hat am Point de Presse des BAG diese Woche despektierlich auf Schweizerdeutsch vom digitalen Impfbüchli gesprochen. Es ist nicht das erste Mal, dass in der Schweiz ein Informatikprojekt auf Grund läuft. Dass es der Schweiz auch in der Pandemie nicht gelingt, ihr Gesundheitswesen zu digitalisieren, ist aber besonders dramatisch. Es hat negative Folgen für uns alle und es ist mittlerweile peinlich für unser Land. Deshalb stellen sich grundsätzliche Fragen. Sind die Schweizer Informatiker unfähig? Ist das BAG inkompetent? Sind die Beamten einfach faul? Oder woran könnten die Probleme der Schweiz mit der Digitalisierung des Gesundheitswesens denn sonst liegen? Schauen wir uns die einzelnen Fragen etwas genauer an. Erstens, sind die Schweizer Informatiker unfähig? Nein, sicher nicht. Die Schweiz hat gute Ingenieure und gute Informatiker, bloß hat sie viel zu wenig davon. Und das seit vielen Jahren. Seit Jahren bildet die Schweiz nur knapp 70% der Informatikfachkräfte aus, die sie benötigt. Den Rest konnte sie bisher wenigstens importieren. Der Verband ICT-Berufsbildung Schweiz geht davon aus, dass in den nächsten Jahren aber über 35.000 Informatikfachleute fehlen werden. Das ist keine Überraschung. Die Schweiz unternimmt auf allen Ebenen seit vielen Jahren zu wenig in Sachen Informatikausbildung. Etwas polemisch könnte man anmerken, dass sich die politische Schweiz lieber um die Landwirtschaft kümmert als um die Digitalisierung und dass ihr das jetzt auf den Kopf fällt. Dabei geht es nicht nur um ausreichend Ausbildungs- und Studienplätze, sondern auch um die Frühförderung im Bereich Computer und Informatik und da vor allem um die Förderung von Mädchen. Ist das Scheitern von meineimpfungen.ch darauf zurückzuführen? Wohl kaum. Der Informatikermangel in der Schweiz wird aber dazu führen, dass es nicht einfach sein wird, die Plattform rasch umzubauen. Zweitens, ist das BAG inkompetent? Sind die Beamten einfach faul?
Es ist ein Vorwurf, der seit Beginn der Pandemie die Runde macht. Das BAG ist nicht kompetent in Sachen Digitalisierung. Zu Beginn der Pandemie warfen die Medien dem BAG vor, dass es noch Daten per Fax erhalte und dann mühsam abtippen müsse. Man machte die Faxgeräte dem Amt zum Vorwurf, ohne zu bedenken, dass das Problem wohl eher auf der anderen Seite der Telefonlinie liegt, bei Ärzten und Gesundheitseinrichtungen, die ihre Daten immer noch per Fax ablieferten. In einem zentralistisch organisierten Land wie Spanien oder Frankreich hätte das BAG wohl den Faxgeräten schon länger den Stecker gezogen und Ärzte und Spitäler einfach dazu gezwungen, die Daten digital abzugeben. In der Schweiz geht das nicht. Deshalb kann man die Schuld auch nicht einfach auf die Beamten des BAG abschieben. Bundesbeamte haben in der Schweiz in der Regel gar nicht so viel Gestaltungsspielraum. Das Problem liegt vermutlich ganz woanders. Der Bund hat im Gesundheitswesen, außer im Bereich Ausbildung, schlicht kaum etwas zu sagen. Die Gesundheitsversorgung ist in der Schweiz Sache der Kantone. Der Föderalismus ist also schuld. Grundsätzlich ist der Föderalismus ja eine feine Sache. Er sorgt dafür, dass regional spezifische Lösungen zum Einsatz kommen können und nicht Einheitslösungen über die ganze Schweiz gestülpt werden müssen. 1848 war es sicher sinnvoll, dass die Kantone für die Gesundheit ihrer Bevölkerung zuständig waren. Erstens gingen auf der Kutschenfahrt von Bern in den Heimatkanton ohnehin viele Bundesregelungen vergessen und zweitens mussten die Menschen sowieso vor Ort behandelt werden. Nun leben wir aber seit 20 Jahren im 21. Jahrhundert. Die Schweiz ist mehr oder weniger zu einer einzigen Metropolitanregion zusammengewachsen und es gibt seit ein paar Jahrzehnten ein Netzwerk namens Internet. Es kommt deshalb auch ohne Pandemie zunehmend zu Konflikten zwischen den verschiedenen Ebenen im Bundesstaat. In der Pandemie haben sich diese Konflikte verstärkt und beschleunigt. Am besten lief es noch in der außerordentlichen Lage, als der Bund zuständig war. Die Kantone zeterten zwar herum, waren aber wohl insgeheim froh, dass der Bund die unbeliebten Regeln erließ. Als der Bund im Sommer 2020 die Verantwortung wieder an die Kantone abtrat, kam es zum großen Regelchaos und zu großen Verzögerungen. Trotzdem hat sich die politische Schweiz bis jetzt irgendwie durch die Pandemie gewurstelt. Unklarheiten wurden mit Geld zugedeckt und mit Kompromissen übertüncht. Die Schweiz war und ist ein Sowohl-als-auch-Land. Die häufigste politische Antwort ist Jein. Die Schweiz wurstelt sich also durch. Im analogen Alltag funktioniert das einigermaßen, aber nicht bei Informatikprojekten. Informatikprojekte brauchen klare Hierarchien und Zuständigkeiten, präzis formulierte Aufträge und Leitlinien, eine zentralisierte Struktur, Einigung auf Standards und Formate, eine straffe Führung und klare Ziele. Mit anderen Worten, Informatik und die Politik von Bund und Kantonen sind zwei unvereinbare Welten. Computer können mit den schweizerischen Jein nichts anfangen. Sie verstehen nur Ja oder Nein. Das digitale Impfbüchlein ist dafür ein gutes Beispiel. Es beginnt mit der Organisation. Die Gesundheitsversorgung ist in der Schweiz, wie gesagt, Sache der Kantone. Der Bund hat keine gesetzliche Grundlage, den Kantonen eine eidgenössische Digitalplattform für das Registrieren von Impfungen vor die Nase zu stellen. Andererseits ist es nicht sinnvoll, dass jeder Kanton eine eigene Plattform baut. Und Privaten, etwa der Pharmaindustrie, kann man eine Impfplattform auch nicht überlassen. Der gut schweizerische Ausweg, man gründet eine Stiftung, bindet möglichst viele Anspruchsgruppen ein und hat so eine halb öffentliche, halb private Lösung, die irgendwo zwischen Bund und Kantonen angesiedelt ist. So steht denn hinter der Plattform meineimpfungen.ch die Stiftung Meine Impfungen. Sie ist 2015 gegründet worden und hat ihr Domizil in Gümligen bei Bern. Das Problem ist nur, mit solchen Kompromissen löst man keine Probleme, schon gar nicht in der Informatik. Man lässt sie nur zwischen den Strichen im Organigramm verschwinden. Die Konstruktion hat natürlich Vorteile. Angesprochen auf die mangelnde Digitalisierung hat der Bund in den vergangenen Monaten immer auf meineimpfungen.ch verwiesen. Motto, wir tun ja was. Jetzt, da Probleme auftauchen, distanziert sich das BAG von der Plattform. Motto, wir können nichts dafür, das ist eine private Initiative. Anne Levy sagte am Point de Presse, die Schweiz habe keine gesetzliche Grundlage für ein Impfregister und
Es obliegt der Verantwortung des Geimpften, den Impfnachweis mitzunehmen. Am Schluss bleibt es an uns Bürgerinnen hängen. Schuld ist also letztlich der Kantönlgeist. Ein Föderalismus mit vielen Kompromissen zwischen Bund und Kantonen verträgt sich nicht mit Informatikprojekten. Gefährdet sind also vor allem Themenbereiche, die eine nationale Bedeutung haben, aber in den Zuständigkeitsbereich der Kantone fallen. Im Gesundheitswesen gibt es neben meineimpfung.ch ein weiteres Projekt, das gerade daran ist, auf Grund zu laufen, wenn auch etwas weniger spektakulär. Das elektronische Patientendossier EPD. Es ist so etwas wie der große Bruder von Meine Impfungen. Das EPD soll es uns BürgerInnen ermöglichen, alle unsere Krankenakten an einem sicheren digitalen Ort aufzubewahren und selbst zu bestimmen, wer in welchem Umfang Zugriff darauf hat. Basisdaten wie Blutgruppe und Angaben zu Allergien, Untersuchungsresultate wie Röntgenbilder und Blutwerte und die ganze Krankengeschichte, alles soll sicher und digital an einem Ort aufbewahrt werden, damit der behandelnde Arzt sich rasch einen Überblick, zum Beispiel über verschriebene Medikamente, machen kann. Das wäre eine gute Sache, wenn die Schweiz ein solches System einrichten würde. Weil die Gesundheitsversorgung in die Zuständigkeit der Kantone fällt und Spitäler dabei ein gewichtiges Wort mitzureden haben, basteln aber verschiedenste Akteure vor sich hin, mit dem Resultat, dass es in der Schweiz bis jetzt kein vernünftiges EPD gibt, obwohl es gesetzlich längst vorgeschrieben wäre. Der Bund hat bisher 2 EPD-Anbieter zertifiziert, beide haben den Betrieb aber noch nicht aufgenommen. Weitere 7 Anbieter sind auf dem Weg zur Zertifizierung. Anzumerken ist, wenn es ein nationales EPD-System gäbe, bräuchte es auch keine Insellösungen wie meineimpfungen.ch. Dasselbe gilt übrigens für das Krebsregister. Krebserkrankungen sind in der Schweiz meldepflichtig, es gab aber bis vor kurzem kein nationales Krebsregister. Deshalb führen die Kantone 13 verschiedene Krebsregister in der Schweiz. Natürlich wäre ein zentrales Register von Anfang an nicht nur günstiger, sondern auch besser gewesen, aber Gesundheitsversorgung ist Sache der Kantone und Computer sind natürlich von Kanton zu Kanton verschieden. Wie geht es jetzt weiter? Ich sehe 3 Möglichkeiten, wie es mit dem digitalen Impfregister, dem digitalen Impfbüchli, wie es Anne Levi ausdrückt, in der Schweiz weitergeht. Beginnen wir mit der schlechtesten aller Möglichkeiten. Variante 1. Es passiert nichts. Bis jetzt konnte die Schweiz die Digitalisierungsprobleme im Gesundheitswesen aussitzen und mit Geld übertünchen. Bei der Pandemie wird das schwierig, aber nicht unmöglich. Das BAG wedelt ja jetzt schon mit einem Impfzertifikat auf Papier. Und wer weiß, vielleicht haben wir in einem Jahr ja andere Probleme. Variante 1 ist also, es passiert gar nichts. Mit anderen Worten, wir BürgerInnen schauen in die Röhre, weil sich Bund und Kantone nicht über Kompetenzen einigen können. Variante 2, die GDK schreitet ein. Gesundheitsversorgung ist Sache der Kantone, das bedeutet aber nicht, dass 26 Kantone autonom handeln müssen. Die zuständigen Regierungsräte, die Gesundheitsdirektoren, sind in der Schweiz zu einer Konferenz zusammengeschlossen, der GDK. Präsident ist derzeit der Basler Regierungsrat Lukas Engelberger. Sinnvoll wäre es, wenn sich die GDK am Riemen reißen und sich auf eine digitale Lösung einigen würde. Ein digitales Impfregister, an dem alle Kantone teilhaben. Die Plenarversammlung der GDK hat 27 Mitglieder, die 26 Gesundheitsdirektorinnen und der Gesundheitsdirektor des Fürstentums Liechtenstein. Dass diese 27 Regionalfürsten sich auf eine gemeinsame Lösung einigen, das ist aber extrem unwahrscheinlich. Zudem sind sie alle Teil ihrer jeweiligen Regierungen. Es bräuchte also die Zustimmung aller 26 Kantonsregierungen und des Fürstentums Liechtenstein. Das ist schlicht utopisch. Deshalb Variante 3, die Schweiz übernimmt die Lösung der EU. Es ist nämlich absehbar, dass die SchweizerInnen ohne digitale Impfdokumentation künftig nicht mehr reisen können. Vielleicht kommen auch internationale Konzertveranstalter oder Kreuzfahrtgesellschaften auf die Idee, künftig einen Impfnachweis zu verlangen. Die Schweiz braucht also eine Lösung.
Sie wird sich deshalb früher oder später der EU-Lösung anschließen. Natürlich wird die Schweiz schimpfen, wir kennen das ja, Souveränitätsverlust, Diktat aus Brüssel und so weiter. Die Schweiz wird über die EU etwa so schimpfen, wie die Kantone während der außerordentlichen Lage über den Bund geschimpft haben. Wie die Kantone damals wird aber auch die Schweiz froh sein, dass eine übergeordnete Stelle ihr ein Problem löst, ohne dass sie sich dabei die Finger mit unbeliebten Entscheiden schmutzig machen muss. Mit anderen Worten, irgendwie werden wir uns auch durch dieses Debakel durchwursteln. Aber die Distanz zu den Ländern, die digital funktionieren, die wird größer. Das wird sich die Schweiz nicht mehr lange leisten können. Darunter leiden vor allem wir Bürgerinnen. Was wäre denn wünschenswert? Ich wünsche mir mehr digitale Taten und weniger politische Vaporware. So nannte man früher Erfindungen, die Technikfirmen ankündigten, ohne dass sie existierten. Der Bund darf sich nicht mehr auf leere Ankündigungen kaprizieren und die digitale Umsetzung schulterzuckend den Kantonen überlassen. Der Bund muss selber liefern und digital Verantwortung übernehmen. Wo das gesetzlich nicht möglich ist, soll das Parlament den gesetzlichen Rahmen schaffen. Es kann doch nicht sein, dass im Jahr 2021 bei uns jedes Dorf in einer eigenen digitalen Welt lebt. In Sachen Digitalisierung braucht der Bund mit anderen Worten einen Neustart. Und zwar jetzt. So viel für heute. Drücken Sie doch noch schnell den Abonnieren und den Gefällt mir Knopf, dann hören wir uns in einer Woche wieder. Alles Gute!